Ja. Da ist er. Moin. Heute habe ich einen Plan. Ich tue auf jeden Fall mal so. Ich will heute den Überall anfangen. Den bin ich euch noch schuldig. Und habe da eine Idee. Und das bringt voll Spaß. Das greifen wir jetzt mal an. So. Das ist die Idee. Olli, halt mal rein da. Hier. Toastbrot. Eine Dose Bienenmaden. Vielleicht brauche ich die. Dann habe ich da noch ein Päckchen Haken drin. Hakenlöser und Maßband. Weil wenn wir einen fangen, will ich den messen. Und die Angel brauche ich jetzt noch nicht. Weil ich brauche jetzt erstmal Brot. Mal gucken. Abgelaufen am 25.05. Ist abgelaufen. Damit fangen wir dann erstmal an, weil ich esse zwischendurch auch gerne mal ein Stück Brot dabei. Weil da muss man ja nicht das Abgelaufene nehmen. So, jetzt will ich das reinwerfen, das werde ich ein bisschen zerbröseln. Das wird auch gleich der Köder. Und ich stehe ja auf Toastbrot. Ne? Und werde jetzt, ich kann da rüberkommen. Und werde da gleich ein bisschen Brot in die Kante, in die Binsen und so reinwerfen, damit das nicht gleich wegtreibt, weil wir haben hier Strömung drauf. Dann werde ich ein Stück hochgehen und werde da Brot reinwerfen. Da sind auch ein, zwei Ecken, da bleibt es noch ein bisschen liegen, da wird es blockiert durch die Seerosen. Und dann hauen wir was in den Bach und dann wird die Toastbrotspur runtertreiben. Und dann hoffe ich, dass die Aalande in der Spur sich hochfressen. Das kann sein, dass wir dann auch weit hinten mal eine Bewegung sehen und dann müssen wir uns bewegen. Das ist dann also schon recht aktives Angeln. Eine Rute, schmal Tegel hier, Kescher-Rute. Und das starten wir jetzt mal. Hat mir da gerade ein Vogel auf dem Kopf. Das war ein Volltreffer. Biester, das soll aber Glück bringen. Hier in den Seerosen ist es dann ruhiger, da läuft die Strömung, das kann man richtig sehen. Der Hauptstrom läuft drüben. Und jetzt werde ich hier auch immer so ein bisschen Brot hier vorne reinwerfen. Das wird so ein bisschen blockiert und kommt dann ein bisschen später da hinten, ja, flussab bei uns an. Und da vorne kommt ein richtig großes Seerosenfeld, da investieren wir gleich noch mal ein bisschen mehr. So Reinholer, damit das dann auch mal ein bisschen schneller runtertreibt. Wenn man nicht den ganzen Tag Zeit. Doch, haben wir. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich habe nur 10 Pakete mit. Wenn wir nachher noch mal irgendwo vor im Supermarkt und Brot holen. Ja, ich weiß nicht, 69 Cent oder 59, so eine Tüte Toastbrot hier. Kann man echt viel mit ausfressen. Wir haben den Wind im Rücken. Die Sonne von vorn. Das war der Angelei top. Weil so mit Schatten und so, da, man muss echt schleichen wie ein Indianer, wenn dann Fisch steigen sollte. Für Olli jetzt nicht so einfach, weil der muss gegen die Sonne filmen. Aber die kommt nicht. Im Augenblick nicht so ganz stark durch. So, jetzt kommen wir hier so ein bisschen was hier runter. Und der Punkt, an dem wir angeln, da ist so ein bisschen, da kurbelt das Wasser so ein bisschen, weil da der Einlauf der Au ist. Das ist allerdings ein Altarm, so ein Totwasser. Und da ist ein bisschen ruhiger und ich hoffe so ein bisschen, dass das Brot jetzt in die Kante drüben gedrückt wird.
und dass wir da einen Fisch sehen. Und dann müssen wir laufen. Das kann sein, dass wir hier 6-7 Kilometer machen. Ne, Olli? Nö. Ja, doch, aber hallo. Das, also müssen wir uns jetzt erarbeiten. Muss ich mich beeilen, von da kommt jetzt schon mein Toastbrot runter. Und dann wollen wir mal gucken hier. Montage erkläre ich euch nachher nochmal. Aber eigentlich kann ich das schon mal machen. Das ist die Magic Trout Ultrasonic Trick Stick. Genau, damit machen wir den Orland Trick. Und fangen den mit dem Stick. Ich habe da mal 3 Bienenmaden drauf genagelt. Ist noch keine Aktivität zu sehen. Wenn die Aalande kommen, die sieht man. Aber vielleicht steht schon einer unter dem Brot. Jetzt hänge ich da mal eine Bienenmade ran, weil ich werde schon mal angeln. Das ist alles jetzt ungebleit und die lassen wir da jetzt mal treiben. Und jetzt müssen wir warten, dass was passiert an der Oberfläche. So, mal einen Augenblick Pause machen, was? Das war schon wieder harte Arbeit jetzt. Da hatten wir auf jeden Fall eine Bissanzeige, aber ich bin jetzt mal ein kleines Stück tiefer gegangen, weil wir noch keine Aktivität haben und ich will auch ein bisschen angeln. Vielleicht sind auch ein paar Rotaugen oder halt so ein Aaland, der tief steht. Aber ich will ihn oben fangen. Mann, der geht aber richtig damit los. Wir haben Fisch. Ne, den wollte ich nicht fangen. Aber ja, ich freue mich, ich habe einen Fisch gefangen. Aber das ist kein Aaland. Meine rote Flossen hat er auch. Aber ihr kennt das ja morgens mit dem Barsch. Dann fängt der Tag erst richtig an. Danke für den geilen Biss. Olli ist der Meinung, dass ich euch erklären sollte, wie man Brot an Haken macht. Das zeige ich euch gleich mal. Ich lasse einmal, na, da beißt irgendwas, da war irgendwas. Das sind aber, glaube ich, keine Aalande, aber Fische tauchen jetzt auf, das ist gut. Aber mit der Oberflächenaktivität haben die das noch nicht so. So, ich zeige euch jetzt mal, wie ich das mache. Ich bin jetzt hier ein bisschen tiefer gegangen, zu sehen, ob da unten Fisch steht. Also, nee, das mache ich auch weiterhin so. Wenn da einer kommt, wenn ich einen sehe, dann verändern wir halt noch mal was. So, ich nehme jetzt einfach hier Toastbrot, kann man so genial kneten, da kann man auch super Teig draus machen. Das klemme ich jetzt hier einfach drüber. Und da kann man auch einen ordentlichen Klumpen nehmen, weil wir wollen ja, also Aalande sind echt Fressmaschinen, die haben da keine Angst vor nichts. Und das knete ich jetzt im Moment mal ein bisschen fester, weil ich das mal unten durchsurfen lassen will, das ist wie Teig. Und kann ich jetzt natürlich auch besser werfen. Ja, und wenn Fisch an der Oberfläche auftaucht, machen wir das ein bisschen anders. Aber da ist ja noch keiner, deshalb brauche ich das jetzt noch nicht machen. So, und ich habe jetzt nicht nur diesen Bereich hier im Auge, sondern ich schiel auch immer da runter, weil da treibt das Toastbrot runter. Drückt auch mal in die Kanten rein. Und das ist auch möglich, dass da hinten meine auftaucht. Dann müssen wir die Hacken in den Teer hauen, weil dann müssen wir da halt hin. Das ist nicht unbedingt eine Angelei, wo man stehen bleiben kann. Das geht jetzt an dem Punkt, weil das Brot hier einigermaßen gut liegen bleibt. Aber da hinten kann was passieren, da auch, weil da schmeiße ich auch mal ein bisschen Brot rein. Und ich will hier nicht den 30er Aaland fangen. Ich will einen Aaland fangen. Nee. Ja, genau. Und du musst deinen Senf dazugeben. Du kannst doch nicht einfach Nee sagen. Nebenbei die Geflechtschnur
ist jetzt klar im Vorteil, weil die schwimmt. Ne? Wenn die mehr untergeht, wird das schlecht zu angeln. Mit Geflechtschnur geht das auf jeden Fall besser. Da habe ich wieder einen Biss. So, im Sitzen gefangen. Oh, Rotauge. Ich habe da eben noch mal eine Bienenmarder dran gemacht. Mann, hier ist ja gar kein Wasser mehr drin. Ist das abgelaufen? Rein in den Modder hier. Jo, richtig schön eingesaut. So, Barsch, Rotauge. Irgendwo rocken wir noch ein Aaland. Und wenn wir den Platz noch mal wechseln. Wir haben nur einen Fisch hier an der Oberfläche gesehen. Das ist mir zu wenig. Vielleicht wechseln wir noch mal den Platz. Aber ich mache noch einen Augenblick weiter. Also die Strömung ist ein bisschen stärker geworden. Ich denke mal, die Schleuse unten Richtung Nordsee ist aufgegangen. Und jetzt kam das ganze Toastbrot von da oben aus diesem Seerosenfeld. Das hatte ich da ja gezielt abgelegt. Das surft jetzt hier runter und jetzt kam da gerade ein großer Aaland an die Oberfläche und hat sich aufgesammelt. So, und jetzt drücke ich das Brot hier auf den Haken. Ich habe es auch ganz flach gestellt. Und die reagieren dann super gern auf diese Flocke, die untergeht. Die drücke ich jetzt hier oben ein bisschen fester auf der Schnur, damit die auch hält. Hier unten geht die jetzt gleich schön auf und ja, mal sehen, ob wir den verhaftet kriegen. Ich werfe aber auch noch mal ein bisschen Brot nach, damit wir den jetzt in die Spur bekommen hier. Aber das war schon, das war ein guter Aaland. Mal sehen, wo er auftaucht. Hoffentlich geht er jetzt nicht mit dem Brot runter, dann müssen wir laufen. Aber Olli läuft gern. So, wir haben den Platz gewechselt. Ein schönes Krautfeld. Da habe ich mal Toastbrot und Haferflocken, hätte ich beinahe gesagt, Cornflakes versenkt. Das treibt jetzt durch den Wind darüber und da war gerade eben Aktivität. Wollen wir mal gucken, ob wir da einen zu fassen kriegen. So, ich habe an der Montage ein bisschen was verändert, erkläre ich gleich. Weil so ganz ohne Gewicht kann ich hier nicht mehr werfen in der Strömung. In dem Wind meine ich natürlich. Da. Da ist er. Ich will hier nur erstmal aus dem Kraut raus. Uah, geil. Und hier noch einer. Und noch einer. Hier ist alles voll. Da steht ein richtiger Schwarm. Da füttern wir gleich nochmal nach. Nicht ins Kraut, du gehst nicht ins Kraut. Der Haken, der hängt davon. So, vorsichtig, ich hab ihn! Aaland! Über Aaland! Fische gehabt, also gesehen und ich habe jetzt echt ein bisschen Herzpumpen. Weil das ist ein echt fetter und ich glaube, ach, das ist auch egal, ob wir noch einen mehr bekommen. Geiler Aaland und ich habe gesehen, wie er das Brot genommen hat. So diese absinkende Flocke und ja, jetzt freue ich mich. Ich freue mich über Aaland.
Ja, ich will noch einen. Weil da war, als ich den angeschlagen habe, kamen noch mindestens zwei Fische an die Oberfläche. Und ich habe ja die Poolbrille auf und ich konnte genau sehen, wie der die Flocke genommen hat. Ich konnte sehen, wie die Flocke aufging und dann schob der damit los. Ich hatte schon überlegt, ob ich meinen besten Kuchen aus dem Auto hole, um noch nachzufüttern, weil Brot wird langsam knapp. Aber hier investieren wir noch mal ein bisschen. Und die Taktik, das hier ins Krautfeld zu legen, damit das so langsam raustreibt, die war genau richtig. Der hat richtig. Da braucht man eine Brandel. Ich will mal vom Kraut ein Stück weg hier. Was eine Maschine hier. Boah. So, dann kann man Kechern noch mal wieder gut erklären, wenn ich ihn dann hierher bekomme. Und dann wollen wir den fangen. So, komm, Baby. So. Sauber eingelöffelt. Der ist noch größer. Wattenfelsch. Beim Aaland fasst ihr bitte niemals mit dem Finger hier in den Kiemdeckel. Das gehört sich sowieso nicht, finde ich, aber das ist wie eine Rasierklinge. Wenn ihr das macht und der schüttelt einmal, dann fehlt euch da ein halbes Pfund Fleisch. Das macht ihr niemals. So. Toller Fisch, ne? Ich finde hier, die Methode ist einfach Bombe und ja, ich bin selber hin und weg. Zweimal über Aaland. Montage. Ich fange mal bei der Rute an. Forellenrute hier, Sito, so ein neues Lieblingsteil von mir, kann man ganz viel mitmachen. Butterweich. So, und dieser Stick hier. Der kommt auch aus dem Forellenbereich. Den habe ich vorhin gefischt. Und zwar monophiles Vorfach. Hier Maishaken, Größe 4. Einfach an die Geflechtsschnur geknotet. Der Stick wird befestigt. Das sind zwei Schläuche. Die habe ich nur auf die Schnur geschoben. Und da, hier, keine Sonnenbrille auf, kann man nicht sehen. Wird oben und unten befestigt. Jetzt kann ich die Schnur da auch durchziehen. Ich kann auch ganz flach werden, wie ich den Aaland eben auch gefangen. Das heißt, man kann die Flocke, Nordfriesland, Wind, ganz dicht unter die Oberfläche stellen. So, dann habe ich eben noch ein bisschen rumgetrickst. Wie gesagt, ein bisschen mehr Wind. Da kommt ein Traktor, der nervt mich. Ich muss nebenbei hier noch ganz schön mal was reinwerfen, weil ich bin hier noch lange nicht durch hier mit dem Theater heute. Weil da haut euch das in den Kopf da. So, dann gibt es aus dem Forellenbereich, das sind so kleine Teasinger, die heißen Teasinger. Zwei Plastikschläuche und dazwischen hängt so ein Gewicht. Ne? So, und die Schläuche, die zieht man dann
von dem Gewicht ab. Die nagel ich jetzt einfach mal hier über den Haken auf die Leine, weil wenn man das macht, sollte man das richtig rum machen. So, weil so rum wird das besser klappen. Der erste. Der zweite soll jetzt genau andersrum darauf. Kann man ganz gut durch den Haken durchziehen, da braucht man nichts auseinanderschneiden. So, und das Gewicht habe ich mir in die Tasche gesteckt, mal sehen, ob ich das wiederfinde. So, und da sind jetzt diese Stifte drauf. Den klinke ich da rein. Aua, Haken im Finger. Und den anderen nach unten so. Kann jetzt nicht weg, kann man aber super genial verschieben. Und wenn man jetzt mal ein bisschen mehr Gewicht braucht, um zu werfen, baut man sich so ein Ding da drunter und hat jetzt quasi eine leicht beschwerte Pose. Und diese Gewichte gibt es in unterschiedlichen Grammzahlen, hatte ich eingepackt. Ich weiß aber nicht, wo die im Auto rumliegen. Das heißt, ich könnte hier jetzt auch 3 oder 4 Gramm einfach einstecken, wenn ich sie dabei hätte oder wiederfinden würde. So, so wird das montiert. Und die Bisse sind spektakulär, das habt ihr gesehen. Und das gibt Herzklopfen. Und das waren echt hammergroße Fische, die ich auch unter der Oberfläche gesehen habe. Aber den Überalland haben wir gefangen. Und ich hoffe, euch hat der Spaß gebracht. Ich hatte Herzpumpen, weil er lief erst nicht so nach Plan, aber er ist doch noch aufgegangen. Bis zum nächsten Mal. Und Sido hat jetzt gefangen, ja, so nebenbei, Forelle, Hering, Hornhecht, Hering, Schleie, Aaland und einen dicken Karpfen habe ich damit auch gefangen. Und ich finde, die sollte mal einen neuen Abnehmer bekommen. Und ach, überlegt euch mal, wie viele Fische ich damit gefangen habe. Ich habe es, glaube ich, gerade verraten. Aber könnt ihr euch ja noch mal angucken. Und schickt uns das mal und irgendjemand gewinnt dann die MT Sido 2,90 Meter Artikelnummer. ich kann ohne Brille lesen, aber irgendwann ist auch gut mit Werbung. Wir sehen uns. Bye.